Oma, das schon wieder? Bin mir sicher, Ito ist nicht daran interessiert, so einen alten Mythos zu hören. Wirklich, wir sollten jetzt gehen. Bleib genau dort, wo du bist. Obwohl ich dir diese Geschichte schon so oft erzählt habe, scheinst du nicht ihre Bedeutung zu verstehen. Ich glaube, es wäre nützlich für diese Frau, sie zu hören. Izanagi und Izanami waren die ersten Götter, die uns als Kami bekannt sind. In den Legenden tropfte das Wasser der Ozeane von Izanagis juwelenem Speer. Und das hat die Insel Japan erschaffen. Dadurch wurde Japan erschaffen. Als sie sich aufmachten zum Land, brachten sie damit ihre Liebe und Hingebung zum Reich der Sterblichen. Izanagi und Izanami hatten viele Kinder. Die Gottheiten der Natur, die überall um uns herum sind. Für eine Weile war das Leben friedlich. Wie auch immer, als Izanami Kagutsuchi zur Welt brachte, den Gott des Feuers, wurde sie schrecklich verbrannt. Und erlitt sterbliche Wunden oder Wunden der Sterblichen. Tödliche Wunden, so. Als sie im Sterben lag und mit ihrer Menschlichkeit, Sterblichkeit konfrontiert wurde, wurde ein neuer Kami aus ihrem Leiden geboren. Ein Kami, der sich vor dem Licht versteckte. Als Izanami starb, wurde Izanagi rasend vor Wut. Er streckte das Kind nieder, das seine Liebe getötet hatte. Unfähig, ihren Tod zu akzeptieren, machte er sich auf in die Unterwelt zu Yomi no Kuni. Oder zur Yomi no Kuni, dem Land der Toten. Halbblind und wie kann man das übersetzen? Zerfressen von Groll wanderte er durch die Dunkelheit, bis er endlich die Stimme seiner Geliebten hörte. Auch wenn er ihr Gesicht nicht sehen konnte, bat Izanagi Izanami darum, zu ihm zurückzukehren. Izanami sagte, dass sie es versuchen würde und fragte die Götter von Yomi no Kuni um Erlaubnis, ins Land der Lebenden zurückzukehren. Außerstande, seinem Begehren zu widerstehen, seine Liebe wiederzusehen, Izanagi set his comp alright in order to look upon his lost love. Aber comp ist doch ein Kamm. Er hat also irgendwas mit seinem Kamm gemacht, um seine große Liebe wiedersehen zu können. Ja, ich weiß nicht, wie man das richtig übersetzen könnte. Was ihn allerdings erwartete, war ihr zerfallenes, von Würmern zerfressenes Gesicht. Erschrocken floh Izanagi von Yomi no Kuni. Izanami, wütend, voller Groll, schickte dunkle Schatten, die ihn zu ihr zurückholen sollten.
Nachdem er gerade so entkommen ist, versiegelte Izanagi den Eintritt, den Zugang zu Yomi no Kuni mit einem großen Felsen. Sie sehen also, es ist unsere Sterblichkeit, die Leiden in diese Welt bringt. Aber ihr zu widerstehen ist eine Perversion der natürlichen Ordnung. Sterblich zu sein bedeutet, dass wir Leben und Tod nicht kontrollieren können. Detective, manche Dinge kann man nicht ändern. Und manche Türen sollten niemals geöffnet werden. Sie müssen aufhören. Oma, du erzählst nur Geschichten und Mythen. Wir reden aber über reale Dinge. Die Geschichte ist vielleicht ein Mythos, aber es steckt auch Wahrheit in ihr. Kannst du es nicht sehen? Die Dinge, die du pursuest, sind unnatürlich, unsauber. Beherzige meine Warnung und hör mit dem Schwachsinn auf. Ich werde nicht zulassen, dass sie meine Familie noch weiter mit dort hineinziehen. Zuerst haben diese Bastards mir meine Emiko genommen und dann sind sie hier aufgetaucht. Vielleicht werde ich für meine Sünden bestraft. Mai, komm her. Komm her, mein süßes Kind. Wir müssen dich von ihr fernhalten. Nein, Oma, ich hab's dir bereits gesagt. Ich werde zu Takahashi gehen. Ich bin jetzt erwachsen. Du kannst mir nicht mehr sagen, was ich tun muss. Nein, das kannst du nicht. Du kannst nicht gehen. Wir müssen unsere Familie beschützen vor Außenstehenden, Mai. Du reißt alte Wunden auf. Lass uns allein. Lass uns heilen. Heilen? Du glaubst, ich will heilen? Siehst du nicht, wie sehr mich diese Lügen bereits verletzt haben? Du verletzt mich, Oma, nicht Ito. Du bist verwirrt. Du erzählst Geschichten über Kami und Geister. Takashi versteckt vielleicht auch etwas von mir. Aber wenigstens ergibt er einen Sinn. Hä? Dieses Mal wird er mir über alles die Wahrheit erzählen. Über Mom und Dad auch. Nein, stopp! Ich werde dir sagen, wie deine Eltern... Wie sie... Das kannst du nicht, oder? Du hast mir nie gesagt, wie sie gestorben sind. Und die Gründe dafür haben sich jedes Mal geändert, wenn ich gefragt habe. Nein, Mai, bitte, du musst zuhören. Sie hören vielleicht zu. Sie sind vielleicht immer noch dort draußen. Und haben mir noch nicht vergeben. Siehst du das denn nicht? Sie? Worüber sprichst du? Du bist verrückt. Es tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Ich werde bald wieder zurück sein und nach dir sehen. Geh nicht, bitte. Mach's gut, Oma. Oh. Ich wollte mich noch ein bisschen umsehen. Okay. Wow. Boah. Das hat mich jetzt erschrocken, ernsthaft. Das hat mich jetzt erschrocken. Es tut mir leid. Es geht ihr... Es geht ihr so viel schlechter als das letzte Mal, als ich sie sah. Oder dich sah. Seit sie dich sah. Sie. Seit sie sie sah. Sie sah. Nein, ist schon gut. Warum, glaubst du, hat sie uns diese Geschichte erzählt? Über Izanagi? Ich weiß nicht. Es war ein bisschen gruselig, oder? Sie hat davon erzählt, als würde sie es wirklich glauben. Kommen Sie, gehen wir zu Takahashi. Takashis Castle. Nein, der hieß Takeshi. Kennt die Sendung noch irgendjemand? Takeshis Castle?
Oh nein. Nicht du schon wieder. Wow, 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 wow. Was glauben Sie, wohin Sie gehen? Mai und ich werden diesen Ort verlassen. Ein Problem damit? Oh, nun, das können Sie nicht. Ich habe einen Anruf von Mais Großmutter erhalten und sie sagt, sie hat gesundheitliche Probleme und muss deswegen hierbleiben. Ich, hab nicht weiter nachgefragt. Will ja nicht schon wieder dabei erwischt werden, wie ich während meiner Schicht zusammenbreche. Aber, es muss schon ziemlich schlimm sein, wenn sie deswegen anruft. Mai ist erwachsen. Ihre Großmutter kann sie nicht einfach hier behalten. Wir gehen. Nein, Sie verstehen nicht. Sie gehen nirgendwo hin. Oh, Gibt's noch einen anderen Weg? Ich will keine Violenz usen, weil dann bin ich wieder unprofessionell und überhaupt. Kann ich nochmal mit Oma reden? Nock. Gehen Sie weg, keine Besucher. Kann ich sonst noch irgendwas hier machen? Hier liegt noch... Oh. Ja, dann bricht er zusammen und wir können gehen. Zum Glück trage ich Handschuhe. Das sollte besser funktionieren. Ja, das wird schon. Das wird schon. Guck mal hier, toter Vogel. Show that bird, ja. Oh mein Gott. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich sowas nicht mag. Ich, wegen dem Blut und Blut ist nicht, es ist nicht wirklich meine Sache. Verstehen Sie? Ich, die Eingeweide und, oh, okay, mir wird schwindelig. Mir ist ein bisschen schwindelig. Ich werde mich einfach... Ah ja, einfach mal hinlegen. Oh Gott, er ist einfach ohnmächtig geworden. Sieht so aus. Es geht ihm gut. Wir sollten weiter. Ja. da, Asakusa. Nein, warte mal, das war nicht das Rotlichtviertel. Das Rotlichtviertel war das, wo wir noch nicht waren. Da können wir wieder nur Luki Luki. Mich würde mal interessieren, ob wir dann jetzt auch für Mai welche kaufen könnten, aber wahrscheinlich eher nicht, oder? Wir haben überhaupt keine Zeit für Oktopusbällchen, wir gehen jetzt rein. Hi! Wie geht's? Mai, was machst du hier? Hat sie dich gezwungen herzukommen? So ist das nicht, Kakashi. Es war meine Idee. Ich habe sie gefragt, ob sie mit mir zusammen... Ich habe sie darum gebeten, mit dir zu reden, aber du hast sie wieder weggeschickt. Diese Frau hat dich fast getötet. Und du erwartest, dass ich mit ihr kooperiere? Sicher, wenn du mit mir reden willst, dann kannst du auch selbst kommen. Ach so, das sagt er jetzt mir. Sicher, wenn sie mit mir reden wollen, können sie auch selbst kommen. Meine Schwester muss da nicht involviert werden. Ach nee, er hat es doch zu ihr gesagt. Nein, ich, wenn ich allein gekommen wäre, wärst du all meinen Fragen ausgewichen, so wie du es immer tust. Und überhaupt, es gibt da etwas, das du sehen musst. Schon wieder die Maske. Was sehen? Wovon sprichst du? Wo haben sie das her? Stecken sie das weg! Also weißt du, was das ist? Ich wusste, dass du etwas vor mir versteckst. Das ist nicht wahr. Ich habe nichts versteckt. Es ist etwas, worüber du nie etwas wissen solltest. Worüber du nichts wissen musst. Und überhaupt, warum hat sie sie bei sich? Moment, jetzt ändere hier nicht das Thema. Es geht hier nicht um Ito. Mai, ich kann ja verstehen, dass du verärgert wegen mir bist. Aber wir sollten ein andermal darüber reden. Außerdem hat die Maske nichts damit zu tun. Da liegen sie falsch.
Damals im April, als Mai ein Messer an die Kehle gehalten wurde von einem anderen Mädchen. Hat sie. Da war sie nach dieser Maske her. Eine Maske, die mit eurer Familie verbunden ist. Ach, ihr besucht? Ich glaube, ich war wohl ein Idiot zu denken, dass ich die Wahrheit über meine Familie in der Vergangenheit, die Wahrheit über die Vergangenheit meiner Familie vor ihnen verstecken könnte. Die Vergangenheit? Hat das irgendwas mit Mom und Dad zu tun? Ja, und so viel mehr. Ich sah die Maske zum ersten Mal, als ich ein Kind war, bevor du geboren wurdest. Die Wahrheit ist, sie gehörte zu einem Kult, der Kamen Kai genannt wurde, dem unsere Eltern angehörten. Ein Kult? Sie verarschen mich. Wie sind ihre Eltern denn da hineingeraten? Ich weiß, wonach das klingt, und ich kann es auch nicht glauben. Es war eine Gruppe, die von einem Guru namens Tokimasa angetrieben wurde. Er versprach ein einfacheres Leben. Weit weg von allem, was eben schlecht ist und von falschen Leben in der Stadt. Unsere Eltern hatten beide einen Masterabschluss und meine Mutter hat sogar fast ihren Doktor in Physik gemacht. Sie haben sich dazu entschieden, ihre Leben aufzugeben und ihre Leben und ihre Karrieren aufzugeben und dem mystischen zu folgen und dem Leben in einer Kommune. Die Kamen Kai waren eine von vielen Gruppen damals. Ich war ein Kind und hab's nicht verstanden. Aber wenn ich darüber nachdenke, wie unsere Eltern verstorben sind und was sie mich und Mai haben durchmachen lassen, es ist unverzeihlich. Die Maske gehörte der Kommune, aber zu welchem Zweck oder was auch immer sie glaubten, was sie tun könnte, weiß ich nicht. Glauben Sie, dass noch irgendwelche Mitglieder der Kamen Kai irgendwo am Leben sind? Nein, sehen Sie, es gab keine Überlebenden. Sie sind gestorben. Alle von ihnen. Auch unsere Eltern. Es tut mir leid, ich erinnere mich nicht an viel. Eines Nachts kam Oma zu uns ins Zimmer, wo wir schliefen, und sagte, wir müssen gehen. Die Gruppe befand sich in den Wäldern. Da war es dunkel, also konnte ich nicht wirklich was sehen. Ach nee, die Kommune befand sich in den Wäldern. Es war dunkel, ich konnte kaum was sehen. Aber sie ist immer weiter vorwärts gegangen, mit Mai und mir in ihren Armen. Ach nee, mit Mai im Arm und mich hat sie hinter sich hergezogen. Hergeschliffen. Als wir wieder in Tokio waren, einige Tage später, hat Oma uns gesagt, dass unsere Eltern tot sind. Sie schienen nicht traurig darüber. Es war eher so, als ob sie es erwartet hätte. Die Regierung hat so viel von der Geschichte zensiert wie möglich. Also konnte ich nie wirklich herausfinden, wie sie starben. Ich und Oma haben nie darüber gesprochen, haben es ignoriert. Als wäre meine Kindheit und das alles, was passiert war, nur ein böser Traum gewesen. Mit T, nicht mit D, Mädchen. Wenn sie nicht gewesen wäre, wären wir wahrscheinlich tot, wie unsere Eltern. Aber es zu ignorieren, kann nicht die Wut hinfortspülen, die ich ihnen gegenüber verspüre. Ich frage mich, ob sie sich jemals darum scherten, was mit uns passieren würde. Als Mittelstufler habe ich Highschool ist doch Mittelstufe, oder? Als Highschool-Schüler
habe ich viel Zeit damit verbracht, etwas über die Kamenkai herauszufinden. Habe ich viel mehr Zeit damit verbracht, etwas über die Kamenkai herauszufinden, als zu studieren. Oder zu lernen.